Und da sind wir schon wieder, Mahlzeit miteinander. Ja, wir haben hier einiges zu schaffen die Woche, wie immer. Ja, hier geht es aber um drei Kiefern. Bei Instagram, da hatte ich euch letztens zu einer Besichtigung mitgenommen und die Kiefern, die sind heute auch dran. War vor 2 oder 3 Wochen oder so gewesen. Die müssen auch bis 28.02. noch weg. Sind wir jetzt hier so nah wie möglich rangefahren. Damals, wo wir schon mal hier waren, da hat hier noch eine Hütte gestanden. Die sollte eigentlich saniert werden, wurde nur unentschieden, wie man sieht. Wurde abgerissen, neu gebaut. Ja, manchmal ist es sinnvoller. Okay, also, ganz schöne Tampen teilweise dran, wieder ganz schön verwachsen. Ist ja mal schwierig, das mit der Kamera festzuhalten. Oben würde man das jetzt besser sehen, aber ja, oben ist halt gerade nicht. Aber gut. Ich denke mal, hier unten sieht man dann auch, wie die Dinger aussehen. Ja. Dann steht noch eine Fichte auf dem Programm, heute eine etwas größere. Die ist zwar mit zu fräsen, das werden wir aber später machen, weil wir Freitag auch noch eine zu fräsen haben und dann werden wir Freitag die Fräse eben mal mitnehmen und das dann eben mal komplett durchziehen. Ist ja alles hier so ein bisschen im Speckgürtel bei uns, da ist das nicht so schlimm. Da kann man da das Kleid ein bisschen besser organisieren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir starten erstmal durch. Minus 12 haben wir aktuell. BT kommen von Peltor ist wieder hier mit am Start. Aktuell bisher noch keine Probleme gehabt, also mit den Minusgraden, das scheint wirklich, wir wissen jetzt nicht genau, wie lange sie halten, wir laden sie einfach jeden Abend, weil das wäre natürlich blöd, wenn dann die Akkus zusammenbrechen, in dem Moment, wo du das nicht gebrauchen kannst. Und meistens passiert es ja immer, wenn du das nicht gebrauchen kannst. Ja, dann werde ich mir erstmal anziehen und dann geht das los. Nennt man das hier einen Ast? Ja. Was, Pucki? Wirtschaft. Oh. Kein Ohrhase? Ja? Ich hab den nie gesehen. So, schon wieder. Nächste Projekt. Endlich mal wieder Bilder von oben. Ah, der totaler Dreck hier. So. So. Ich hasse Harz auf der Linse. So, was haben wir hier zu tun? Hier sind mehrere Kiefern zu fällen. Wir gehen über die hoch, bauen da in der Schräge den Ankerpunkt ein für die zwei schmalen Kollegen, weil da drunter ist eine Wildkirsche. Die soll erhalten bleiben. Heißt also, da die Kronen genau da drüber sind und die sowieso nur ein schmaler Hund ist, müssen wir das über die Gier machen. Ja, so ist erstmal der Plan. Jetzt muss ich erstmal kurz die Steigeisen ein bisschen feilen. Die brauchen mal wieder einen frischen Schliff.
Gut. Halt. Wackeln. Ich auch. Sieht gut aus. Ja, Handy, die können wir auch so mit der Stangensäge unten rausziehen. Ja, da kommen wir schon ran. Gut. Man möge es hoch. So, Säge die von hier vorne. Erstmal hacken, dann kannst du das noch schnallen, dass das aus dem Weg ist. Ja, ein bisschen zügig, ne? Zwar warm, aber zügig.
Ja, ich meine, das geht im Prinzip auch relativ schnell. Hier, dort eine, die eine Seite kann ich runterballern. Die machen wir dann über die Seite komplett fertig. Die hier machen wir über die fertig, ja. Ja, genau, die untergewachsene. Die Kiefer drüben ist runter. Henrik, der fräst das Ding jetzt noch schnell. Nachher müssen wir dann noch das Stammholz wegholen. Und eine Straße weiter hatten wir aber noch ein Projekt, wo alles vor Ort verblasen werden kann. Deswegen machen Danny und das schnell alleine, während Henrik drüben fräst. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was wahrscheinlich die meisten viel mehr interessiert. Welche Säge ist denn jetzt die, die für mich gemacht ist? Ja, wir dürfen ja noch nichts sagen über das Testmodell, was wir momentan haben. Aber ab dem 1. März dürfen wir darüber was erzählen. Aber da ja einige Anfragen schon kamen von Menschen, die sich jetzt recht akut anscheinend noch Akkusägen kaufen müssen, vorm Ende der Saison, können wir ja einen schon mal sagen. Mein Tipp, T540 EXP. Also nach wie vor mein absoluter Favorit. Also vom Prinzip her kann ich wirklich sagen, diese Säge ist für mich gebaut worden. Die ist ergonomisch, die ist ja zumindest leicht genug für die Leistung, die sie hat. Die hat einfach Power. Zu allem anderen kommen wir dann ab dem 1. März. Da werden wir dann mal die direkten Vergleiche machen. Und da kann ich euch dann auch mal ganz schnell erklären, wie einfach die Entscheidung eigentlich war. Und warum die andere da, naja, relativ schnell rausgefallen ist. Okay, aber dazu kommen wir ja dann. Jetzt wisst ihr erstmal Bescheid. Heißt also, falls ihr jetzt vor der Kaufentscheidung steht und meine Meinung wissen wolltet, habt ihr sie jetzt. Nach wie vor die T540 EXP auf dem 1. Platz. Hat sich nichts dran geändert. Ja, wir werden jetzt diese Kiefer hier machen. Können wir da verblasen. Von daher, Danny, wird es entspannt oder meinst du, es wird stressig? Stressig. Warum? Weil ich alleine bin. Am Boden alleine ist immer kacke. Vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist. Also wir sind ja immer ein starkes Team. Einer kann permanent am Seil bleiben. Einer nimmt ab, zack, ab in Häcksler. Wenn du alleine bist, dann dauert halt alles wahrscheinlich ungefähr die dreifache Zeit. Jetzt meine ich übertreiben. Okay. Ich mir schon Mühe. Mit Danny los die... Außerdem ist es Freitag heute. Wir wollen auch schnell einen Feierabend, ne? Genau. Wir müssen nämlich noch wo fräsen. Also wir haben halt noch eine kleine Rundtour so. Naja, it's Friday in, it's Friday da, da, da.
über dem Krach. Das ist halt die Verwendung eines Krananker-Punktes. Du kannst halt auf große Strecken wie einen Kran hier greifen. Und mal gleich den ersten Stamm im Prinzip der erste wegschneiden. Mit dem Vorteil, dass sich die Schnellwege etwas verschönern. Ja.
So. Alle, die ganz gut funktioniert, hat vom Timing genau hingehauen. Der Handy, der hat noch beim Nachbarn schnell einen Stuppen mitgefräst. Und somit waren wir fast zeitgleich fertig gewesen, Baumfällung und Fräsen. Jetzt sind wir abkippen gefahren, Häckselgut, haben parallel die Fräse auf den anderen Trailer gepackt, weil wir hatten Anfang der Woche eine Fichte, die wir gefällt haben. Da musste noch das Stammholz weg und auch fräsen, heißt auf dem Rückweg, weil das ist in der Nähe von unserer Kippstelle. Haben wir jetzt da noch gefräst, das Stammholz auf den Twin-Trailer geschmissen und... Freitag. Ist raus, muss. Friday. Jetzt bist du raus. Fang nochmal an. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Also, Stammholz auf den Twin Trailer geschmissen. Und jetzt fahren wir dahin zurück, wo wir heute Morgen angefangen haben. Das ist nämlich direkt bei uns um eine Ecke, wo wir wohnen. Und schmeißen da auch noch das Stammholz drauf. Da, wo Henrik quasi gefräst hat, noch während wir den Baum gefällt haben. Fahren das auch noch weg. Und dann sind wir durch. Denn es Wochenende. Aber erstmal müssen wir noch mal schwitzen. Gerade haben wir schon richtig geil geschwitzt. War nämlich quasi Bootcamp-Training gewesen. Mit der Sackkarre alle so eine enge Straße hoch. Geht alles schön bergauf. Haben wir aber mit Manpower geschafft. Ich habe die Sackkarre geschoben und Vater hat mich geschoben. War bestimmt ein Bild für die Götter. Haben wir zum Glück nicht aufgenommen. Ihr habt das super gemacht. Du hast es ja gesehen. Wie sah es aus? War professionell? Es ja. Sah schon so aus, als wenn er das schon mal zusammen gemacht hat. Okay. Ja. Am besten, das macht er jetzt nochmal und jetzt halte ich einfach mal die Kamera drauf. Wir haben ja keinen Hang mehr. Ist doch egal. Einfach mal so? Ohne Hang? Machen wir ohne Hang. Stammholz laden, die zweite. Ah ja, gehen wir. Guckst du? Wer bist du? Kennengelernt. Ich bin mir sicher, nein. Genau. Ich habe was ganz anderes mit nach Hause genommen. Dafür. Wochenende. Henny, du musst jetzt noch den Freitagstanz machen. Henny, mach mal den Friday Dance. Wie hat denn der? Siehst du doch. Nee. Das können wir einen Schuhplattler. Mach den mal. Wie? Nein, kann ich nicht. Doch mal. Los, lad den Henny. Sei nicht immer so schüchtern. Oder trink einfach mal eine Cola, dann wirst du locker. Alkohol brauchst du nicht. Zuckerschock. Wir machen die ganze Woche nichts anderes außer blöd quatschen. Ja. So, das war schon wieder. Gott sei Dank. Das haben wir die Woche gelernt. Aber heißt, das haben wir die Woche gelernt. Also die letzten Wochen haben wir auf jeden Fall gelernt. Es gibt immer noch nichts Besseres als die Husqvarna T45 EXP. Ding, ding, dong. So, Hennys Wuffi hat den Postmann vertrieben. Wuff. Ja, ein hässlicher Hund. Ja, mal auf, raus wird ganz schnell ein Windhund. So, jetzt habe ich vergessen, wo wir stehen geblieben sind. Also, was wir gelernt haben. Genau, gute Organisation ist wichtig, ein geiler Ankerpunkt ist wichtig, immer Spaß ist wichtig. Geile Typen wie wir sind wichtig. Wochenende. Haut darin, viel Spaß, bleibt stabil. Wuff, wuff.